Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Ungif Games mit den lieben Robin. Hi. Wir spielen heute mal wieder GTA Online, und zwar schon wieder Casino-Raubüberfall. Als Art haben wir den natürlich Riesenschwindel auf schwer und ja, unser Ziel ist natürlich Kunstwerke. Wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro wieder. So, wir nehmen den Eingang. Also, ja, natürlich. Gruppe 6 nehmen wir natürlich. Unsere Lieblingsart. Ja. Ausgang nehmen wir. Was wollen wir nehmen? Personalraum wie immer. Also, Ob wir die nehmen, ist eine andere Sache. Luftweg natürlich. Notes. Das wird Feuerfahrer. gleich lustig. Micha, Scheiße. Ich habe vorhin weniger gekriegt, so 100.000. Wo? Bei der Ausbeute habe ich vorhin weniger gekriegt, aber ich habe auch den nächst teureren Fahrer genommen, weil ich eine Okay. bestimmte Karre haben wollte. So. Was nehme ich denn hier? Deine Tattoos sind ja wieder da. Oder hast du dir neue geholt? Ja, das rechte Tattoo, also das linke Tattoo, was weg war, wo mit dem Schädel, das kostet nur 100 Dollar. Also. Das andere, was mich 35.000 gekostet hat, das war noch da. Okay. So. Und los geht's. Ach, du hast auch den schweren Modus drin. Hä? Du hast auch den schweren Modus drin. Ja, Der eigentlich überhaupt nicht schwer ist. das Ding ist, der ist noch ein wenig noch schwerer. Was ist denn daran noch schwerer? Ich habe nur 5 zerstört. Was hast du gemacht? Nur 5 Lieferungen zerstört. Wie kann man nur so doof sein und nur 5 Lieferungen zerstören? Mir ist der Jet Mehrwert abgestürzt. Ja, ich sagte ja, hol dir eine Opfer. Ja, Es dafür ist wollte. für die Art Mission, ja, da muss das Geld da reinstecken. Für die Art Mission lohnt sich das. Deshalb spare ich auch gerade an. Also wenn ich so 5 Millionen habe, dann hole ich mir auch meine. Ja, da muss erst das Nachtclub holen, aber da muss dann nichts aufwerten groß. Da muss den Terrorbyte holen, auch nichts groß aufwerten, nur die Fahrzeugwerkstatt. Meine mobile Kommandozentrale kann ich auch wieder verkaufen, oder? Nein. Schade. Wenn das gehen würde, hätte wäre ich Multimillionär. Ist dir mal aufgefallen, dass wir in letzter Zeit nur die Heist gespielt haben und keine der normalen Heists? Wir Oder können ja mal Doomsday? die Doomsday mal spielen. Ja, okay. Also ich glaube, das Finale aus der ersten Doomsday Heist ging. Ja. Es gab eine Mission bei der zweiten, die ich absolut hasse. Und Meinst du Doomsday Heist die Dings darunter, die mit den Wasserwerfern. nicht die Juggernaut? Nein, das mit den Wasserwerfern ist fieser. Da gehst du viel eher drauf. Und Was du waren weißt, das wie du gegen nochmal? die Juggernaut, ich weiß jetzt nicht, als hieß Datenrettung oder so. Auf jeden Fall, Datenrettung war das nicht. nein, Datenrettung war in der zweiten heißt. Robin, Alter, wann haben die das denn eingeführt? What the ey. fuck, da kannst du die kaputt Lol. machen. Hä? Keine Wer ist Ahnung. was Neues? Eigentlich müsste ich jetzt einmal gegen die Tür schießen, um den Typen zu alarmieren. Ich glaube, dass er überhaupt noch nicht mal alarmiert wurde. So, warum bin ich jetzt hier noch nicht unten? Weil ich den Aufzug vorher betätigt habe. Also. Ist der.
Was es mir gerade mal auffällt, Was? das Outfit, was die Typen ja anhaben, ne, kannst du dir theoretisch auch selber machen. Also zumindest was der Typ hier hinter der, da an der Konsole hat. Da. So, komm rein. Ja, warte. Sag Jetzt. Jetzt. Vor allen Dingen, ich habe 1,68 Millionen. Finde ich vor allen Dingen geil. Wie viel hast du eigentlich? an. 2.249.081. 2,24 Millionen. Also wenn du weißt, wie kannst du es abkürzen? Übrigens, was ich vorhin noch von dir wissen wollte, ist, was willst du dir eigentlich später mal für ein Auto kaufen? So absolutes Traumauto, was du wahrscheinlich nie holen kannst. Irgendein Mercedes. Ja, das kannst du dir ja eher holen. Wenn du es gut anstellst. Wenn du irgendwann, keine Ahnung, Ein deine eigene. Deluxe. Ja, wenn du irgendwann deine eigene. Deine eigene Tier. Überhaupt nichts offen. Ja, ich bin gerade dabei. Also. Du kannst zu mir kommen, das Ding ist gleich offen. Ich mache gerade hier auch eins. Ach so, ja gut. Also C und B ist offen. B kommt jetzt. Schade, dass man nicht sieht, wie schnell ich am Heck bin, ey. Weil ich bin jetzt schon fertig. Mit alles? Nein, nein, E fehlt noch. Aber ich fange jetzt auch langsam mal ein einzusammeln, weil sonst wird das ein bisschen eng. Wie schon gesagt, C und B sind noch offen. Ja. Weil dann sammelst du die jetzt ein. Und ich sprinte rüber zu den anderen. In der Hoffnung, dass F offen ist. Sonst gehen wir mit 1,8 hier raus. Ah, nein, da war ein Fehler drin. Nein, ich Idiot. Verdammt. Was los? Ja, komm zu E. Oder, ja, warte. Warte. Ich weiß nicht, ob F offen ist. Wenn F jetzt offen ist, gehst du rein. Wenn F nicht offen ist, gehst du raus. Ja, die Tür zu F ist hier. Ja, es Ist ist offen? offen. Ja. Ja, gut, dann hau rein. Sprung. Hey, das Gute ist, hier kannst du keine Fehler machen, ne? Hoffentlich groß. Hola, shit. So. Raus hier, Oh schnell. mein Gott, wir haben alles. Ja, ach nee, das kriegst du bei Gemälde immer hin. Jetzt müssen wir nur noch oben gut rauskommen, dann haben wir alles. Na. Geh rein. Soweit, so So. gut, ne? Ja. Soweit, also. Naja.
Ich weiß gar nicht, warum du jetzt 2,5 raus hast. Wir waren vorhin 2,3 draußen drin. Ja, egal. Verdammt. Ja, vor allen Dingen zu der Treppe kommen wir nochmal hin. Ab der Treppe müssen wir aufpassen. Hoff mal, dass sich die Wachen oben bewegen. Aber ich gehe als erstes rein. So, jetzt. So, ab hier müssen wir schleichen. Verdammt. Was? Guck auf die Karte, dann weißt du, was los ist. Ach du Scheiße. Oh no. Was? Wir kommen hier nicht durch. Das heißt, das wird scheiße jetzt. Viel Spaß, hier dürfen wir uns durchkämpfen. Also ich habe. Ja, hier dürfen wir uns durchkämpfen, aber ich habe da eine Idee. Ja, die Anzüge liegen da hinten. Ja, aber da kommen wir nicht hin. Egal wie rum wir laufen, wir müssen uns jetzt hier rauskämpfen. Weil dadurch die Tür kommen wir nicht. Nicht ohne nicht den da drinnen aufzuschrecken noch. Und dann kommen wir auch nicht da hinten hin. Weil wenn wir da reingehen und den Typen ausschalten, wird uns die Wache erkennen. Der wird dann auch alarmiert und dann haben wir ein Problem. Daher würde ich sagen, viel Spaß. Seit wann haben die das überhaupt eingeführt? Vorsicht! Wann haben die was eingeführt? Dass die Wände kaputt gehen. Oh, Weiß ich ich kann nicht. schon wieder hier kein M drücken. Halt einfach durch. Nein! Och nee. Ja, es wäre einfacher, wenn du mehr geschafft hättest. Ha? Ich meine, auch ich hätte mit dem Jet mehr geschafft, aber das ist jetzt mal die Sache. Das lassen wir jetzt mal offen. Hoffen wir mal, dass die Typen sich gleich bewegen, weil sonst wird das mies. Na, wird total mies. Ja, es wird dann vor allen Dingen recht geil rauszukommen. Deswegen hoffe ich, dass die sich jetzt bewegen, weil sonst können wir die Aufnahme nämlich vergessen. Da können wir nämlich nochmal neu anfangen. Mit dem 50% Risiko, dass das dann genauso ist. Deswegen hoff mal, dass das Oh, jetzt funktioniert. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja, weil bei schwerer hast du auch einen Checkpoint weniger und der dann hier unten. Der nächste. Scheiße. Ja, vor allem die Penner werden sich jetzt wieder nicht bewegen, mit Sicherheit nicht. Vor allem, wie stellen die sich das vor, wie wir hier rauskommen sollen? Keine Ahnung. Also, zieh mal eine Weste an, wir versuchen einen anderen Weg. Welchen? Wir gehen frontal, also direkt nach oben durch rein. Also, dass wir eben dann erst keine Notausrüstung zu holen, oder? Alter, der Typ hat eine Mädchenstimme gehabt. So, komm, wir können direkt hier oben raus. Können wir durch?
Ich kann den Typ nicht ausschalten. Komm raus. Oh Junge. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Karren da sind. Wenn nicht, haben wir jetzt ein Problem. Wenn nicht, dann rennen wir über den Sportplatz. Das habe ich vorhin auch nur knapp geschafft. Also da sind wir bei, von mir sind da vorhin die Panzerung draufgegangen. Bis aufs andere Ende. Und denkt dran, schallgedämpfte Waffen machen noch weniger Schaden. Naja. Rüber. Los, 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 los. Solange wir über 2,5 noch bleiben, ist noch alles in Ordnung. Pass auf, die sind gleich in der Schussreichweite. Scheiße. Ja gut, dann hast du gut, dass du den gedownt hast. So, der Typ ist tot. Und da ist noch einer. Wer ist tot? Du brauchst eine Rüstung wieder? Ich nicht, aber du. Nein, du. Nein, ich hab... Jetzt brauche ich wieder eine. Und tschüss. Und Ruhe. Ja genau, das fährt... Ach oh. Scheiße. Die sind hinten. Schaffen wir doch locker, oder? Ich kann gerade schlecht auf die... Warte mal. Ja, die sind da unten. Rechts kommt noch ein Polizeiwagen und links da auch. Los. Also ich schaff's auf jeden Fall noch. Ich auch. Gut, auch wenn mir eine Ausdauer gerade nachlässt. Ey, meine Ausdauer ist hier nach übrigens auch, glaube ich, auf Max oder so. Ja, bei Nummer 1. Immerhin hast du gute Autos genommen. Bei einem Tunnel. So. Kopf runter. Wollte gerade sagen.
da sind wir bald an unseren Zielort angekommen. Mit dem besten Fahrer, den wir haben. Du hast besten Piloten vergessen. Wer ist denn der Pilot hier? Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Wenn du schon den besten Fahrer anfängst. Ja, wenn wir beide jetzt gegeneinander kämpfen würden im Flug, wäre ich besser. Aber wir sind über 2,5 geblieben. Hä? Wir sind über 2,5 geblieben. Nein. Na gut. Ja, wie schon gesagt, bester Fahrer in ganz Los Santos. Und der Spruch ist auch nicht von einem YouTuber-Streamer geklaut. Hust, hust, Schlurox, hust, hust. Ach, scheiße. Ich muss ja noch Werbung geben. Was denn? Es ist lustig, sich mal seine Videos anzugucken. Gebe ich offen zu. Auch wenn das Werbung ist. Trotzdem, der ist gut. Auch bei seiner Lebensgefährtin. Hat man auch was zu lachen. Das heißt, ja. Geht klar. Es geht aber noch voll klar. Ja, also, fast 1 Million, also. Ja, komm, auf die 52.000 kommst du mir auch nicht drauf an. Ja. Die da fehlen. Aber guck dir gleich mal mein Outfit an, dann weißt du, was für ein Outfit ich in letzter Zeit rumlaufe. Und da bin ich noch nicht ganz, bin ich mir am überlegen, ob ich mir da noch eine Jeans drauf pack. Hoffentlich schneidest du diesen Weißbildschirm auch raus. Ey, vorhin, keine 2 Sekunden, ne? Ja. Weißbildschirm, dann war fertig. Jetzt muss ich schon wieder, kann wahrscheinlich 10 Minuten warten. Ja. Ey, jetzt siehst du es. Guck dir mal meine Hose an. Findest du, in der Jeans würde das besser aussehen? Ja, sieht doch gut aus. So, ja. So, Leute, das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wie ihr sicherlich merkt, oder sicherlich habt ihr davor auch schon ein Video gesehen. Es ist gerade für die nächsten 3 Wochen alles vorproduziert, oder sagen wir die nächsten 2 Wochen alles vorproduziert. Da ist nicht wundern. Und so weiter, ich nicht irgendwie aufs Kommentar eingehe. Und habt noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bei Ungift Games. Ciao.